Hallo liebe Freunde, liebe Follower, hier ist wieder Uwe Wöllner und jetzt gibt's eine neue Ausgabe von Meine neue Freundin. Meine neue Freundin ist genauso wie das, wo ich mal früher mal mitgemacht habe, nur eben mit einer Frau. Naja, also das Spiel geht so, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin gewinnt 10.000 Euro, wenn sie schafft, ein Wochenende mit einer ihm oder ihr völlig unbekannten Person zu verbringen, ne? Also die hat die Person noch nie vorher in ihrem ganzen Leben gesehen. Und dann kommt die Person plötzlich in ihr Leben rein und dann muss sie allen Leuten, also ihren besten Freunden und der ganzen Familie, muss sie erzählen, dass diese Person aber ihre neue Freundin ist. Und das ist deshalb so schwierig, weil die neue Freundin, die ist ein bisschen verrückt, ne? Das ist der 38-jährige Timuçin aus Berlin. Und Timuçin ist ein richtiger Liebemann. Also Timuçin, der ist ein geiler Business-Typ. Also er macht total krasse Geschäfte. Also ist ein echt gut aussehender, cooler Typ. Also Timuçin möchte auch gerne, dass alle Leute ihn cool finden. Und Timuçin möchte gerne, dass Leute auch sehen, dass seine Business-Ideen alle erfolgreich sind. Ne? Und darum verschafft er sich selbst auch so ein bisschen so ein Äußeres. Ne? Und das ist Cordula. Cordula geht jetzt ins Rennen gegen Timuçin. Cordula ist unfassbar reich, aber sie hat das Geld selbst erarbeitet. Sie macht irgendwas mit Computern und ist damit Multimillionärin geworden. Und das Krasse ist, dass sie das voll nicht wichtig ist. Man sieht sie das total nicht an. Und sie macht halt auch aus, dass sie immer sagt, was sie denkt. Also sie ist wahnsinnig offen. Also sie ist halt auf eine entspannte Art hemmungslos. Und sie glaubt an Schildkrötenwiedergeburt. Und sie glaubt zum Beispiel auch, dass Timuçin ihre alte Schildkröte ist. Timuçin weiß noch nicht, was ihn jetzt erwartet. Aber er muss jetzt alles machen, was seine neue Freundin von ihm verlangt. Und wenn er das schafft, kriegt er 10.000 Euro nach dem Wochenende. Und wenn er es nicht schafft, weil er abbricht, dann kriegt er keinen müden Cent. Und wir haben das alles mit versteckten Kameras gefilmt. Und das Krasse ist, dass die Familie und die Freunde von dem Kandidaten, die wissen nicht, dass überall Kameras versteckt sind. Also viel Spaß mit meiner neuen Freundin. Euer Uwe. Schatzi. Hallo. Oh, hab dich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, siehst du gut aus. Siehst du, ich liebe diesen Look bei dir, wirklich. Ich dachte, ich probier halt mal was anderes. Du siehst super aus. Wie Sharon Stone, Basic Instinct. War das Sharon Stone? Ja, genau. War das Sharon Stone? Was machen wir hier? Wir warten auf jemanden erstmal. Nicht so neugierig sein. Ich möchte jemanden vorstellen, sagen wir mal so. Mach mich mal nicht sprachlos. Business oder was? Nein, einfach nur. Ja, du wirst es doch schon sehen. Ja. Hallo, Timon. Hallo, Alexandra. Das ist für dich, habe ich dir mitgebracht. Dankeschön. Hallo, Tina. Na, wie geht's? Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja. Ich hoffe, du magst Süßigkeiten. Ja, na klar. Ich bin gerade ein bisschen. Das ist aber nett. Ja, ja, danke schön. Großartig. Sollen wir reingehen? Wir können reingehen. Ja, okay. Wir können reingehen. Okay. Also, okay. Als ich Cordula zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, das wären interessante 3 Tage. Da kommt einiges auf mich zu. Guten Abend, Frau Hoffmann. Ja, hallo. Hallo, Herr. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, ich habe Freunde mitgebracht. Stammplatz wie immer. Dauert einen kleinen Moment, will ich mal kurz klären. Ja? Okay. Ja, er regelt das. Er regelt das, okay. Hallo, okay, sehr beiden. Schön. Entschuldigt bitte, ich habe den Tisch spontan reserviert für eine Stammgäste. Ja, danke. Kommst du neben mich, Timon? Ich komme nur neben dich, klar, natürlich, selbstverständlich. So, wenn ich das schaffe, so. Ja, ich gehe hier immer hin. Ich mag das hier. Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Karte? Ja, danke. Merci. Gerne. Also ich lade euch ein. Also kannst bestellen, was du möchtest, auch wenn das teuer ist. Was ist denn los? Was verpasst? Hast du nichts? Ich bin gerade überrascht. Wieso? Das ist Cordula.
Kurt und ich haben uns kennengelernt in der Odessa. Ja? Ja. Und ja, seit längerem treffen wir uns. Ja? Ja. Also, wenn du verstehst. Ach, du wolltest mir Cordula vorstellen? Genau, richtig, das wollte ich machen. Ihr trefft euch allein? Nein, nein. Ja, und dann haben wir uns in der Odessa kennengelernt. War ganz cooler Abend, ein bisschen mehr getrunken. Und ich weiß nicht wie, wirklich nicht, sondern sind wir zu mir. Hatten wir Sex. Ja. Ganz trocken. Und dann ging das jetzt weiter und ihr seid jetzt fest? Also, wie ja, trefft, ja, ja. Kann man schon so sagen, ja. Wo er mir gesagt hat, dass die beiden zusammen sind, war nichts in meinem Kopf. Also absolute Leere. Ich konnte das nicht glauben. Ich warte irgendwie, bis irgendwas passiert. Ich kann das gerade nicht. Also nicht, dass ich mich um Gottes Willen. Ich freue mich, aber damit habe ich einfach nicht gerechnet. Weil er sonst immer nur Sex hat und keine Beziehung oder was? Nee, du bist einfach auch ein ganz anderer Typ. Wieso? Einfach von ganz. Du bist noch eine Frau. Du bist anderer Typ, Schlag. Du bist. Wieso? Wie waren denn die anderen? Sex sells. Da ging es halt nur um Sex. Überwiegend, oder? Ja. Aber wir haben auch viel Sex. Ja. Ja. Natürlich, klar. Aber auf eine andere Art und Weise halt. Ne? Das ist. Aussehen ist nicht alles. Wollen wir anstoßen? Ja. Ja? Okay, alles klar. So, dann cheers. Auf die Überraschung. Babe. Wolltest du damit sagen, dass ich hässlich bin? Nein. Wie kommst du darauf? Du sagst, Aussehen ist nicht alles. Nein, ja, Aussehen ist nicht. Also ich meine, du bist halt jemand, die mich wirklich halt. Du holst ihn auf eine andere Art und Weise. Das wollte ich damit sagen. Ich muss leider einmal anrufen. Ja, ja? Gerne, ich komme gleich mach zurück. Das, tut mir leid. Wir warten auf dich. Danke. Du verarschst mich, ne? Nein, ich meine es wirklich ernst. Du verarschst mich? Nein. Ich denke mal, hier kommt irgendjemand hinter deiner Couch hoch. Ist das wirklich ernst? Du verarschst mich wirklich? Nein, ich verarsch dich oh nicht. Gott, ich freue mich, dass du eine Freundin. Um Gottes Willen, darum geht's nicht. Sie ist ein ganz guter Typ. Hat sie irgendwas? Guck mal, sie ist mega erfolgreich. Nee, hat sie, weil sie läuft so schwer. Hat sie irgendwas? Sie ist halt, Mann, sie ist halt viel am PC. Das hast du halt nicht vergessen. Keine Bewegung. So. Naja, es ist halt wenig Bewegung, so wenig draußen. Und sie ist halt ein Ass in dem, was sie macht. Wenn du ihre Wohnung. Also du bist wirklich ja. Von ihrer Intelligenz. Ey, es ist, hatte ich von ihrem Wesen. Mann, sie hat mir stundenlang davon erzählt, was sie alles macht, für welche Unternehmen sie gearbeitet hat. Und keine Ahnung, sagt sie, was? So wirklich voll unscheinbar. Ich habe sie. Es ist halt krass, dass du dich mal nicht von der Optik ablenken lässt. Das ist nämlich auch das. Ist nicht, das heißt nicht, Mann, dass sie hässlich ist, aber sie ist ein ganz einfaches Mädchen. Guck mal, sagen wir mal so. Also von, weißt du, sagen wir, normalerweise ich hätte sie gar nicht angesprochen. So, weißt du, ich war schon gut angetrunken. Aber dann habe ich auf einmal mit ihr gequatscht, weißt du? Und auf einmal hat sie ganz zu erzählen. Und ich stand da, saß da die ganze Zeit, habe die ganze Zeit nur zugehört. Und ich dachte mir so, ich bin voll geflasht. Wie kommt sie überhaupt, dass sie hier Stammtisch? Was hat sie denn für einen Einfluss? Mann, du hast keine Ahnung. Du hast echt keine Ahnung. Mit wem sie alles so ist, mit wem sie alles rumhängt, wo sie immer überall ist. Du hast es voll auf den. Guck mal, darum, es geht mir nicht darum. Nein. Es geht mir wirklich nicht darum. Aber sie hat dich abgeholt mit ihrer Intelligenz. Ja. Die hat dich abgeholt mit ihrem Know-how. Die hat dich abgeholt, wer sie ist. Ja? Und nicht, wie sie aussieht. Was hast du da? Alles gut, Babe? Hier, das habe ich auf dem Klo. Gibt's das? Keep your hands clean, but your mind. Das ist lustig, oder? True. It's funny, because it's true. Was magst du denn an Timuchin? Ist okay. Also, das hier war meine Schildkröte Timon. Ist das nicht süß? Ich nenne ihn ja auch nur Timon. Ich glaube, dass. Also, er ist sehr wie Timon. Deswegen mag ich langsam. Timon. Nein, er hat so. Seine Energie ist so wie Timon. Ich glaube, irgendwie, als Timon gestorben ist, ist er zu ihm gekommen, irgendwie. Du bist irgendwie ähnlich wie er. Und die haben genau an der gleichen Stelle Narben. Du hast ja eine Narbe an der Leiste. Das ist richtig. Und Timon auch. Und eine Narbe an der Augenbraue. Das war schräg. Es war einfach nur schräg. Es war schwer, es zu glauben. Aber Timuchin saß die ganze Zeit neben mir und verzog gar nicht so eine Miene. Und ja,
schräg. Was magst du am Provokateur? Also, wir hatten mal eine Firmenfeier hier. Und ich fand, es sah so schön aus. Also, es gibt auch hier so Separés. Die kann man mieten auch. Kennst du die? Genau. Weißt du das? Mhm. Ich hatte mal was mit meinem Kollegen in dem Separé. Okay. Das. Wie trocken du das raushaust. Das ist für mich jetzt aber auch neu. Ist cool. Nein. Ich hatte mit meinem Kollegen in einem Separé etwas. Du haust es so trocken raus, so. Aber alle haben ja Sex. Ich kenne dich nicht. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie gerade wissen. Das ist mir sehr unangenehm. Ich muss leider noch mal anrufen. Tut mir leid. Ja, alles gut, Schatz. Du siehst paralysiert aus. Sie hat Kupferhosen an. Sie hat ein Outfit an, wo man wirklich denkt. Ja. Aber Schatz, guck mal, ganz ehrlich, ist das alles wichtig? Jetzt mal ganz ehrlich. Mann, du siehst super aus. Das ist bei dir immer wichtig. Richtig, immer. Ihr seid so krass unterschiedlich. Das ist doch nicht normal. Leider, wir müssen leider gleich bei Rewe vorbeifahren. Bei Rewe? Ehrlich jetzt? Es gibt ein Problem bei dem Betriebssystem. Wir müssen leider gleich dahin. Aber nur ganz kurz. Wir können uns doch bald wieder treffen. Du kannst meine Wohnung. Also fahr ich jetzt nach Hause dann? Ich leider ja. Ich muss leider dahin. Okay. Ne? Aber du kannst ja bald zu mir in meine Wohnung und wir können zu dritt Sex haben. Timon, warum guckst du jetzt so? Weil ich glaube, er hat nicht damit gerechnet. Er hat gesagt, dass er dich so schön findet. Und ich kann es verstehen, weil du bist sehr schön. Aber ich meine auch von innen schön. Was sagt der kleine Prinz? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut, richtig. Du kannst dir das ja überlegen. Oder willst du nicht, Timon? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich sagen soll. Du bist sprachlos? Es war mir mega unangenehm. Und eine Situation, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Weil ich komplett überfordert war mit der ganzen Situation. Wir müssen leider jetzt gehen. Er hat mich angeschrien. Okay. Das ist für die Getränke, die wir noch nicht bezahlt haben. Ja. Sicher? Danke. Okay, du trinkst meinen Drinks aus. Okay, alles klar. Ich war sauer. Ich war sauer, wo sie einfach gegangen sind und haben mich da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sitzen lassen. Also, der heißt Klaus. Klaus? Kannst du Besteck holen? Burger ist man zwar ohne Besteck, aber gut. So, Baby. Ich möchte, dass du noch einen kleinen Teller für Klaus und Timon holst. Ich soll was holen? Noch zwei kleine Teller für Klaus und Timon, dass sie auch was essen können. Dir ist schon klar, dass es keine echten Lebewesen sind, ne? Ja, aber sie fühlen was symbolisch. Das ist Stoff. Aber ich meine symbolisch. Kannst du zwei Teller holen? Kein Problem. Ich denke, die beiden Teller, die kleinen Teller sollten reichen, oder? Mhm, du kannst ja eins für Timon stellen. Und soll er in unsere Richtung gucken? Dann ist er beteiligt an der ganzen Situation. Ist mir doch egal. Okay, das ist dir egal? Ja. Und Klaus? Ja. Natürlich bekommt er Pommes. Warum auch nicht? Die sind vegetarisch. Ja, super. Das habe ich dir auch mitgebracht. Ich möchte, dass wir das jetzt immer tragen. Du willst, dass ich das jetzt trage? Mhm. Ich bin kein Fan von Partnerlooks, ehrlich gesagt. Ich stehe auf Individualität. Also. Kannst du ins Badezimmer gehen und das anziehen? Ich finde, es sieht sehr gut aus. Es passt dir gut. Es passt mir gut. Kannst du mir jetzt mein Bett machen hier? Ich kann dir dein Bett machen, definitiv, klar. Also ich sehe das irgendwie mit dem Hausmann bei dir. Falls du den Gedanken hast, dass das so passieren wird, muss ich dich leider enttäuschen. Den Gedanken kann ich dir sofort nehmen. Ich sehe mich da gar nicht.
Aber wer soll sich um die Kinder kümmern? Eine gute Frage. Die Leute, die die Kinder gemacht haben, nehme ich dann, ne? Also du. Oder auch die Leute, die die Kinder auch zur Welt gebracht haben. Und dann nehme ich an, dass das du bist. Aber ich verdiene ja viel mehr als du. Es ist ja total unwirtschaftlich, wenn derjenige zu Hause bleibt, der viel mehr verdient. Das ist die momentane Situation. Wir sagten, wie ist es, wenn in ein paar Jahren? Verhältnisse können sich ändern, mein Schatz. Ich bin gespannt auf deinen Businessplan. Den kann ich dir gerne zu gegebener Zeit vorlegen. Am besten bis morgen. Das wird nicht funktionieren. Wir gehen jetzt nämlich schlafen und ich habe nicht vor, bis 3 Uhr morgens einen Businessplan zu schreiben. Und ich weiß, dass ich eher der funktionierende Typ bin, wenn ich ausreichend Schlaf bekommen habe. Timon, ich hab was vergessen. Ich hab dir Schildkrötenbettwäsche mitgebracht. Du musst dein Bett noch mit Schildkrötenbettwäsche beziehen. Jetzt bitte nicht. Vielleicht morgen, okay. Doch, es ist wichtig, weil sonst kannst du nicht als Schildkröte einschlafen. Wenn es eins gibt, was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn man mich aus dem Schlaf reißt. Also ich war mega pisst. Ich hätte am liebsten gesagt, komm, verschwinde aus dem Zimmer. Ich erzähle dir noch was. Weibliche europäische Landschildkröten erreichen mit circa 10 bis 12 Jahren die Geschlechtsreife. Männliche Tiere erreichen die Geschlechtsreife ein bis fünf, so langweilig, was ich erzähle. Alles gut, du hast mich bloß aus dem Schlaf gerissen. Ich wollte dir nur mein Wissen teilen. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht. Warum hast du ein Schildkrötenkostüm? Das ist für dich. Hier, du musst es anziehen. Ich muss das, nein, ich kann das nicht anziehen. Wo ist eigentlich dein Schildkröten-T-Shirt, was ich dir gekauft habe? Das ist hinten im Schlafzimmer. Warum ich wollte hast es halt nicht dreckig machen, halt, ne, habe ich dir ja gesagt gestern. Dann zieh es doch an, damit wir beide das T-Shirt anhaben. Ja, ich bin jetzt aber kein Fan vom Partnerlook. Aber ich möchte das gerne. Wenn du es nicht anziehst, gehe ich. Ich soll das Kostüm anziehen. Und das T-Shirt. Und das T-Shirt, okay. Ja, klar. Mein Albtraum, eine Schildkrötenmaske. Diese Maske verfolgt mich heute noch in meinen Träumen. Meine ganze Wohnung ist voller Schildkröten, ist das dir bewusst, ne? Natürlich. Ich stecke in einem Schildkrötenpanzer. Ich weiß. Findest du das normal? Na klar. Hast du eine Bluetooth-Box? Ich habe eine Bluetooth-Box, ja. Hast du Lust, was Romantisches zu machen? Was ist deine Definition von Romantik? Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll, um keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du musst richtig tanzen, du musst was mit deinen Armen machen. Hast es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben, wenn du neben dann kann ich es kaum glauben. Jetzt musst du so ein bisschen so tanzen. Wie eine Schildkröte bewegen quasi? Nein, du musst mal selber. Du musst die Hüfte bewegen. Du musst die Hüfte bewegen. Nun gut, ich hab's gemacht. Das möchte ich auch bitte schnell aus meinem Kopf löschen. Ich fand's. Es war ein Kraftakt. Wir müssen jetzt los. Wir müssen noch was für deine Freunde vorbereiten. Hey, ist gut. Ich hab dir was mitgebracht für die Autofahrt. Ja, selbstverständlich hast du uns das.
Wow, das sieht toll aus. Klasse. Wir sind da. Wie geht's dir? Oh, danke. Gut sieht dir aus. Das Rucola-Salat. So. Und ich Leute, das ist Cordula. Hallo. Cordula, das ist Erde und Carla. Hallo, freut mich. Hallo, schöne Fingernägel. Dankeschön. Hallo, hi, Erde. Hallo. Das ist Daniel, unser Koch für heute. Hallo, Daniel. Also, das ist ein Geschenk für euch. Ich habe Daniel gebucht und wir kochen zusammen mit ihm. Hi, dankeschön. Wow. Ja. Cordula hat eine konkrete Vorstellung, wie unsere Zukunft ablaufen soll. Wir sollten Kinder bekommen und ich sollte Hausmann werden. Adam und Carla waren ja die ersten Menschen, die von solchen Plänen von mir gehört haben. Das hat sie ausgerechnet, dass es mehr Sinn macht, dass wenn sie arbeitet und ich auf die Kinder aufpasse. Und was hast du gesagt? Also sie hat mich überzeugt davon, ehrlich gesagt. Ja, ich habe es durchgerechnet, das macht gar keinen Sinn, wenn er jetzt irgendwas anderes macht. Ich verdiene 5-mal so viel wie er. Oh ja, dann stimmt. Aber mit denen hast du nicht geschlafen? Nein. Er sagt immer, er schläft mit seinen Freunden. So was? Aber jetzt seid ihr ja auch Freunde. Kannst du die Flasche hier lassen, eigentlich? Also. Nee, wir schlafen. Ich find's gut. Ich gehe einmal auf die Toilette. Ja, selbstverständlich. Toilette, was du willst? Ja. Hier. Da vorne. Okay. Was sagt ihr? Ich weiß, ist anders. Aber sie ist mega intelligent. Wirklich übertrieben krass. Genau. Gianno, ja. Ich sag dir jetzt. Sag dir ganz offen. Eine Sache, etwas offen gefühlt. Ja. Bitte lass dir etwas Zeit, bevor du irgendwas machst. Weißt du, Kinder, ne? Nein. Also, nicht dieses Einziehen, dieses Nütfern. Bin mir nicht. Lass dir ein bisschen noch Zeit. Das wird nicht so schnell passieren. Ist egal, wer was denkt. Auch ist egal, was ich denke, ist meine Meinung. Im Endeffekt ist das wichtig. Auch nicht dein Kopf. Calvin, ja, fühlt sich wohl, fühlt sich in und an so. Aber trotzdem kann man sich immer Sachen anhören. Denn ich sag dir vom ersten Eindruck, du bist anders. Ja, war halt wie eine Schildkröte. Sie hat sich langsam bewegt, auch merkwürdig geredet zwischendurch, ne? Ist das deine Maske? Eigentlich gucken, wie du weitermachst. Ist ja süß. Ja. Also er zieht die manchmal auf. Wirklich? Sorry. Willst du es dir mal zeigen? Zeig mir mal das, oder? Bitte. Du bist so eine Hexe. Oh, Charismatik. Siehst du, ich sag dir auch immer, dass das super toll ist. Ich finde, du solltest das ein bisschen aufbehalten. So normal meinst du, soll er damit Taxi fahren? Ah, komm, ich mach ein Foto zusammen. Mach ein Foto. Und gern schärfst der Kai, bitte. Sie ist ja richtig toll. Als Erdam und Carla halt da waren und sie das gesehen haben, dass sie geschockt waren, dass ich bereit war, diese Maske zu tragen. Das wird denen wahrscheinlich auch Jahre später nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und die fragen sich wahrscheinlich immer noch, warum ich das gemacht habe. Und ehrlich gesagt kann ich mir es selber nicht wirklich erklären. Ja. Wow. Das ist das Schildkrötenessen. Lecker. Also ich sag euch ehrlich, ja? Ja. Davon eine größere Portion und das würde reichen. Eine größere Menge? Zum Beispiel jetzt, wenn du Hunger hast, ja, könntest du das machen, aber halt größer oder mehr, dann würde es völlig ausreichen. Daniel, also ich glaube nicht, dass wir davon satt werden. Er hat auch schon gesagt, man wird nicht satt davon. Also es wäre nett, wenn du uns noch eine Pizza holst. Nein, ich habe keinen Hunger. Ich meine normalerweise. Es ist wirklich nicht so viel. Aber ich habe keinen Hunger. Sie sagen das nur, weil sie nett sind. Hol mal noch eine Pizza. Ich esse aber wirklich keine Pizza. Nein, wir essen keine Pizza. Ich meine jetzt normalerweise. Dann hol was. Du hast richtig Hunger. Dann hol einfach was vom Italiener. Du hast aber nichts für mich, bitte. Also wenn ich Hunger hätte, dann würde ich sagen, wirklich. Nein, bitte nichts holen. Alles gut. Nein. Hol einfach was und dann können Sie ja selber entscheiden. Ich glaube, dann essen Sie schon was. Hol ruhig was. Okay.
Also ich komme ja auch aus der Gastronomie und der Koch hat mir auch so leid getan, weil sie gesagt hat, es dauert mir alles zu lange. Und als sie eine Pizza bestellt hat, wirklich sehr, sehr unangenehm. Also es war mir peinlich, weil der hat das ja wirklich mit Liebe gemacht. Ne? Aber du hast das mit den Schildkröten, du hast noch gar nicht richtig das von Timon erzählt. Also nein, das mit den Namen und dem Todesdatum. Ja, da, also ich glaube, dass Timon bei in ihm wohnt sozusagen. Ich glaube, dass er Timon ist. Sie glaubt daran? Mhm. Weil er gestorben ist, als ich geboren wurde. Da habe ich auch gedacht, okay, sie hat zwar nichts getrunken, aber ich weiß jetzt nicht, wovon sie redet. Da habe ich gesagt, okay, die Frau ist krank. Ne? Eigentlich war mein einziger Gedanke, was machen die zu Hause mit dieser Maske? Ich weiß ja nicht, was Cordula so drauf steht. Also ich glaube, sie hat eher gedacht, okay, ich bin mit meiner Schildkröte zusammen und nicht mit Timuchin. Ich muss mal an die frische Luft. Ich finde es hier ein bisschen stickig. Ja, da hast du aber wirklich recht. Oder? Mach mal die Tür auf. Ja, ich mache gleich die Wokka dazu. Puh, es ist kalt geworden. Ja, Timon hat mir gesagt, du denkst, ich bin nur wegen, also er ist nur mit, wegen dem Geld mit mir zusammen. Nein, nein, Gottes Willen. Er meinte, nein, ich mag diese Frau wirklich, weil er liebt dein Gehirn. Und das ist das, guck mal, ist mal ohne Spaß, er liebt das Innere von dir, Schatz. Okay. Weißt du, verstehst du mich jetzt? Ja. Du kannst Topmodel sein und einfach hohl im Kopf und falsch sein. Was ist besser? Lieber hässlich und schlau. Du bist nicht hässlich, mein Schatz. Ich will nur damit sagen, er liebt, wie du bist, in deinem Kopf, wie du bist. Und das ist krass. Und du veränderst diesen Mann. Okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also er ist bereit, zu Hause zu bleiben mit Kindern. Also ich glaube, ich bin schwanger, ehrlich gesagt. Oh, wirklich? Oh nein, kann ich dich drücken? Aber ich muss noch gucken. Vielleicht erzählen wir es morgen seiner Schwester. Ich war erst mal geschockt. Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte in dem Moment. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Also es war mir wirklich sehr unangenehm. Ich hoffe, gleich kommt die Pizza. Ich habe Hunger. Oh, da ist unsere Pizza. Kannst du ja in die Mitte stellen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. So, klasse. Vielen lieben Dank. Ja, ein bisschen Salat wäre nicht schlecht. Das Dressing ist lecker. Ich muss meine Firma einmal anrufen. Alles klar, macht das. Leid. Nee, sie macht das ständig. Sie macht das ständig. Ey, Timotin? Ja. Ich was? Weiß auch mehr jetzt. Was hat sie denn erzählt? Was hat sie denn erzählt? Was wollt ihr eurer Familie morgen erzählen? Ich hab keine Ahnung. Was hat sie denn erzählt? Ey, lass mal rausgekommen. Ja. Was ist mit der Maske? Ich habe ein Handy da, ja. Was hat sie denn gesagt? Was? Schwanger, Mann, du Idiot. Hey. Was? Ist nicht dein Ernst gerade? Sie hat gesagt, wir wollen ihrer Familie das morgen erzählen. Ha. Also, sie denkt sie schon? Wie kann sie das denken? Weißt du das? Mann, wusstest du oder machst du das? Hör auf, ihn das zu fragen. Mach ihn nicht unangenehm. Du weißt es also, sei ruhig. Den ganzen Abend? Das ja, und? Komisch. Vielleicht haben die sich versprochen und sie hat jetzt verpeilt. Vielleicht war das eine Überraschung. Sei mal ruhig jetzt. Dann ist das so. Das war eine unglaublich stressige Situation für mich. Musste aber gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich habe einiges an Schweiß verloren in dem Moment, muss ich sagen. Sehr, sehr lecker. Wirklich. Warum seid ihr so komisch? Hast du was erzählt? Nein. Warum? Hat sie dir was gesagt? Was? Komm mal mit. Ja, ich komme mit. Hat sie dir was erzählt? Nein, dass du schwanger bist, anscheinend. Ich kann gar nicht vorstellen. Also es kommt darauf an, was ich möchte, dass du denen sagst, dass die gehen sollen jetzt. Die haben alles kaputt gemacht. Ist das richtig? Ja. Du hast ihm gesagt, dass ich schwanger bin. Das kann sein. War das ein Geheimnis? Ja. Du hast alles kaputt gemacht. Ich wollte das morgen sagen mit seiner Familie. Ich dachte, er weiß es schon. Tut mir leid. Nein. Du meintest, wie ich sage, ihr müsst jetzt gehen. Das war so unangenehm, dass ich komplett vergessen habe, dass das alles nicht wahr ist. Und ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Ich wollte nicht mehr da sein. Ich wollte, dass das alles endet. Ich regel das. Nein, das ist
Scheiße. Nein, ich regel das. Warum sagst du das? Ja? Jetzt beruft er auch Sachen, bevor ich das weiß, muss er das doch wissen. Nee, ich dachte, er weiß davon. Deswegen dachte ich, dass du uns das nicht sagen möchtest. Mach dir keinen Kopf. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es wirklich nicht glauben, was gerade passiert ist. Und ich habe mich richtig betrogen gefühlt. Ich war so sauer auf ihn und ich war so verletzt. Ich wollte ihn einfach nur eine reinhauen. Ich will, dass wir jetzt nach Hause fahren. Dann fahren wir jetzt nach Hause. So. Tschüss. So. Ansonsten war der Abend ganz nett. Können Sie jetzt mal eine Sprachnachricht machen? Was soll ich Ihnen genau sagen? Dass du wütend und enttäuscht bist. Das war der Höhepunkt der Dreistigkeit. Also, Kanka, die Gefühle von Cordula sind sehr verletzt gewesen, sind immer noch sehr verletzt. Und auch ich bin über die Situation sehr sauer. Und ich bin auch verletzt. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich finde, du könntest noch sagen, und wenn wir heiraten, überlegen wir uns noch mal, ob wir euch einladen. Es war gar nicht mehr lustig. Ich habe mich persönlich als Charakter in Frage gestellt und habe mich immer wieder gefragt, ob es das wirklich wert ist, was ich hier gerade mache. Und wenn wir heiraten, überlegen wir uns noch mal, ob wir euch einladen werden. Das war jetzt das Letzte. Dann sag noch mal eine allerletzte Nachricht, wo du sagst, allerletzte Nachricht, jetzt ist Schluss aus Nikolaus. Laut. Das ist meine allerletzte Nachricht. Lauter. Schluss aus Nikolaus. Na gut. Okay. Ich fand diesen Tag mega negativ. Es war mir mega unangenehm. Und ich habe zwei meiner besten Freunde verprellt. Ich habe mich respektlos ihnen gegenüber verhalten. Ich habe ihnen vielleicht sogar wehgetan. Sie sitzen da zu Hause und verstehen die Welt nicht mehr. Das ist ein Tag, den ich so nicht mehr erleben möchte. Nachdem ich mich schlafen gelegt habe, wurde ich mehrmals aus dem Bett gerissen. Und jedes Mal, wenn ich die Tür geöffnet habe, stand eine weitere Schildkröte vor meiner Wohnungstür. Cordula beginnt mega unangenehm zu werden. Also, wenn ich das so sagen darf, geht sie mir voll auf den Sack. Ihre Anwesenheit ist nicht mehr angenehm und die ganze Situation ist nicht mehr lustig und maximal unangenehm. Hallo, Timon. Der Horror meiner letzten Tage stand wieder vor meiner Tür. Cordula, ich glaube, ich habe sehr gereizt auf sie reagiert, was sie kaum aus der Bahn geworfen hat. Warum hast du mich nicht gesucht gestern? Es war tief in der Nacht. Habe ich die Energie dafür nicht gehabt. Ich habe mich versteckt extra. Ich hoffe, nicht so weit weg. Ich war die ganze Nacht im Keller. Na, wie geht's so? Nicht so gut. Ich habe wenig geschlafen. Warum? Weil du mich immer geweckt hast. Hat mehrmals an meine Haustür geklingelt heute Nacht. Ja, du hast doch gesagt, du bist immer für einen Spaß zu haben. Ja, das war aber nicht spaßig, wenn man schlafen will. Ich fand's voll lustig. Ich fänd's gut, wenn du deinen Schildkrötenpanzer aufziehst. Auf was hast du denn Lust? Schildkröten bei der Paarungszeit.
Versuch mal, das Geräusch nachzumachen. Das Geräusch von einer Schildkröte? Mhm. Meinst du das Geräusch? Ja, aber natürlich öfter. Komm, wir machen eine Sprachaufnahme, dann mache ich mir das als Klingelton, wenn du mich anrufst. Okay, jetzt kannst du. Ja, das war jetzt zu kurz. Das reicht nicht für einen Klingelton. Wie viele Sekunden brauchst du denn? Schon so 15, 20. Nochmal. Nee, jetzt klingst du. Hör dir das nochmal an. Und auch da dachte ich mir, Timo, was machst du hier? Dass ich das wirklich durchgezogen habe, kann ich mir bis heute nicht erklären. Unangenehm. Heute werden wir uns mit meiner Schwester und meinem Schwager treffen. Bist du? Hausmann first. Hausmann first. Die Ungewissheit, was heute auf mich zukommen wird, hat mir keine Ruhe gelassen. Weil ich habe gemerkt, wie sehr ich mich da reinsteige. Und das wurde immer schwieriger, Cordula auszuhalten. Hallo, ich bin Cordula. Hallo. Hallo, ich bin Cordula. Ihr könnt auf die Bank. Ja, okay. Mir liegt was an, aber. Setz euch hin. Ja, das ist Cordula, hat sie ja gesagt. Cordula und ich sind zusammen. Hat er das euch nicht erzählt? Nein, das war, das ist heute. Genau. Wie findest du meine Kette? Wie bitte? Wie findest du meine Kette? Sehr schön, ich liebe Schildkröten. Ich habe hier auch ein. Oh, nein, das ist doch. Guck mal, sie hat auch eine Schildkröte. Stimmt. Dann ist der Papa auch immer Schildkröte, ne? Ja, ich nenne meinen Papa Schildkröte, deswegen. Oh, das ist schön. Ja. Glückwunsch erstmal, ja. Ne? Dass ihr jetzt ein Paar seid. Ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Du hast es gut versteckt bei uns. Ja, ja. Wir haben uns in der Odessa kennengelernt. Ja. Dann hatten wir eine wilde Nacht. Jeder Thema. Ja, ja, ich habe schon gehört, dass er mit vielen Frauen was hatte. Auch mit seinen Freunden manchmal. Oder? Ja. Muss auch mal sein. Aber ist nicht so schlimm. Findest du nicht so schlimm, ne? Ich muss kurz auf Toilette. Ja, ist das okay. Bis gleich. Und? Unerwartet. Wo ich in den Sinn betrachte, nein, warum denn? Man, nein, guck mal. Ganz ehrlich. Also mein Gedanke jetzt, okay? Ihr wisst, was für Frauen, was für Frauen typisch hatte. Das ist ja allgemein. Ja. So, was hat mir das gebracht? Nix. Problem. Ganz ehrlich, ich würde wirklich ganz ehrlich, sie ist mega intelligent. Das ist lecker. Sehr lecker. Das freut mich. Warst du schon mal hier? Ja, schon öfter. Sie mag türkisches Essen. Tut mir leid, ich kann nicht so viel essen im Moment. Mir ist ein bisschen schlecht. Mir geht's nicht so gut. Bist du ein bisschen lieber? Das ist für dich. Ja, ja, da ist was für euch drin. Ja. Danke. 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 Ich war im ersten Moment besorgt um meinen Bruder, ob es jetzt die richtige Zeit ist, die richtige Frau ist. Er hätte schon mit vielen anderen Frauen ein Kind haben können. Warum gerade Cordula? Wir verstecken unsere Emotionen gerade ein bisschen mehr, weil es ist gerade alles so auf einmal gekommen. Es ist unerwartet, also, dass wir dich jetzt kennenlernen. Und, du freust dich gar nicht so richtig. Natürlich freue ich mich, aber ich werde Vater. Okay. Und du bist Mutter. Ja. Wir haben hier einen Onkel, wir haben hier eine Tante. Ich musste gerade erst mal aufwachen. Alles verkraftet. Hast du schon selber einen Namen? Meine Mutter hieß Beate. Die ist tot. Deswegen wollte ich sie Beate nennen. Hm. Er findet das okay. Aus Respekt der Mutter gegenüber.
Als sie dann meinte, das Kind wird Beate heißen, musste ich erstmal ein bisschen lachen, was ich natürlich nicht gemacht habe. Irgendwo dachte ich mir, ey, das ist nicht mein Problem. Da muss er selber durch. Oh, das ist die Arbeit, Entschuldigung. Einmal anrufen, tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, das ist so Boxkampf. Ich hab nicht. Kriegst einen von links, du kriegst einen von rechts. Aber ich denn? Versteh mich, ich weiß, dass ich nicht jetzt aufgestanden bin. Nein, das war. Das kommt noch. Sie ist auch eine nächste, reservierte halt, ne? Das ist, also sie ist jetzt nicht die Person, die jetzt so aufgestanden im Arm oder sonst irgendwas hat. Ich habe echt keine Ahnung, weißt du, wie ich das machen soll. Ich kann nicht mehr essen. Tut mir leid, den ganzen Tag hat niemals mein Telefon geklingelt. Und klingelt und jetzt auf einmal, ich weiß. Tut mir voll leid. Alles gut. Ja, also das Kind ist entstanden da, wo die Odessa war, wo wir uns da kennengelernt haben. Willst du erzählen davon? Naja, es erklärt sich ja von selber quasi dazu. Wir haben uns halt dort kennengelernt, sind zu mir, haben gequatscht. Und da ist mehr passiert. Ja, ich habe ein Hotelzimmer im Adlon Hotel gebucht. Mhm. Ja. Und er wollte, dass wir baden gehen. Bitte keine Details mehr. Aber er hat extra gefragt, ob da ein Zimmer ist mit einer großen Badewanne. Ja. Das hast du 10-mal gefragt, bestimmt. So betrunken, wie ich war, auf jeden Fall. Ja, war selbst mir ein bisschen peinlich. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Und erzähl mal, was du dann gemacht hast. Ich weiß gar nicht, ich war sehr betrunken. Natürlich weißt du das noch. Wir hatten Champagner, wir hatten ein großes Bad, wir hatten viel Wasser. Das hat sich ergeben. Ja, jedenfalls, er wollte unbedingt, es gibt doch für Kinder so einen Badezusatz, der knistert. Mhm. Er wollte in der Nacht, wo wir das Kind gezeugt haben, diesen Knisterbadezusatz unbedingt haben. Dann hat er jemand losgeschickt vom Hotel, dass er das besorgt. Für 100 Euro, das hast du gestern erzählt. Warum willst du es nicht jetzt erzählen? Weil ich es vergessen habe, aber gut, ja, genau so ist es passiert. Ja, und was hast du noch bestellt? Kondome anscheinend nicht. Ja. Warum willst du es nicht erzählen? Weil ich mich wirklich nicht daran erinnern kann. Dir ist es peinlich, ich sehe das. Ich glaube, es ist ihm unangenehm, neben der Schwester sowas zu erinnern. Ja, also unser Kind ist im Knisterbad entstanden. Wollt ihr anstoßen? Hast du gleich einen Anstoß gemacht? Okay, gut, dann können wir ja anstoßen. Jetzt haben wir einen Grund. Wenn ihr wollt. Nein. Mein Arbeitskollege Klaus ruft mich schon wieder an. Ja, mach das. Rede mal mit ihm. Es tut mir voll leid. Rede mal mit ihm. Mir ist die Laune vergangen. Es war einfach nur Wut, die in mir war und die ich einfach nicht in dem Moment rauslassen konnte, weil ich auch nicht unhöflich gegenüber Cordula sein wollte. Deswegen war ich schon sehr angespannt während des ganzen Essens. Wir können noch nicht anstoßen. Wir können nicht anstoßen. Können Sie gleich noch mal kommen? Und hier noch mal? Können Sie gleich noch mal wiederkommen? Ich komme dann noch mal. Sie rufen mich. Kannst du mal aufstehen? Das Institut hat mich gerade angerufen. Du bist nicht der Vater. Tut mir leid, wenn ich dich gestresst habe. Aber ich habe Geld für dein Immobiliengeschäft. Tut mir leid, ich komme auch nie wieder zurück. Was? Wer ist der noch mal? Geht ihm fertig. Ich weiß nicht, was. Ich kann nicht, nein. Sie schmeißt dich nicht vors Auto, das ist doch cool, oder? Weil ich glaube, ich weiß, was das sein könnte. Versteckte Kamera.
Nein. Ist dein Ernst? Ich bin leid. Ja. Ich hab geschwitzt bis zum Gehtnischen. Ich hab geschwitzt bis zum Gehtnischen. Theo und Timon, herzlichen Glückwunsch. Ich bin eigentlich ganz nett. Ich bin Luisa eigentlich. Ich bin Comedian und Schauspielerin und habe ein Wochenende lang Cordula gespielt. Ich hab dich so sehr gehasst. Ich weiß. Die Erkenntnis, dass es sie wirklich nicht gibt, ist eine der schönsten Sachen, die ich in den letzten Monaten erlebt habe. Und das ist Lena von Dive. Richtig, kleiner Meischen, du. Sie kommt vom Ballermann. Also viel auf Mallorca unterwegs gewesen. Frances. Sie hat Energie von dem Moment, wo sie irgendwo reinkommt. Fahr weiter. Die sollen da weiterfahren. Bis zu dem Moment, wo sie wieder geht. Ich habe mich gerade Tampon und so reingehauen. Wow. Und sie kann auch immer zeigen, wenn ihr was nicht so gut gefällt. Das war richtige Scheiße. Nee, warum mache ich mir denn jetzt Tieröl in die Haare? Ich bin durchgespitzt von oben bis unten. Mir reicht. Okay, viel Spaß mit meiner neuen Freundin. Ich möchte einfach meine Ruhe haben.